Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Messervideo. Heute haben wir einen schönen Flaschenöffner auf dem Tisch. Nee, um den geht es natürlich nicht. Aber wer diese Marke kennt, kennt auch inzwischen dieses Tool. Ich habe es auch zuerst für einen Gag gehalten, aber diese Dosen sind wirklich sowas von als zu und haben so einen kleinen Rand zum Raushebeln. Da ist das Ding wirklich praktisch gewesen, ne? Aber um was geht's heute? Heute haben wir ein schönes amerikanisches klassisches Taschenmesser von Great Eastern Cutlery auf dem Tisch aus der Tidui-Serie, das Modell Wiesel. Das hat die 488-11-17. Wir haben einen Materialmix von 1095er Kohlenstoffstahlklinge und sogenanntes Tiger Eye Acryl Griffschalen. 42A konform in Deutschland, ja. Es handelt sich nämlich um einen nicht verriegelten Slip-Joint-Folder-Trageoption, haben wir keine, weder Clip noch Tasche. Produktpreis beträgt 99 Euro und Bezugsquelle in Deutschland war für mich Tools for Gents. So, wer es nochmal lesen will, Pause und viel Spaß. Ich sage jetzt zu dem Bierflaschenöffner. Ist wirklich, ich habe zuerst gedacht, ach, braucht man nicht, aber ja, wenn du zu kurze Fingernägel hast, geht es nicht und länger musst du aufpassen, dass du die nicht abbrichst, weil diese Dosen sind echt gut zu und damit hebelt man das gerade so raus. Ne? Also, ich sag mal so, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber für den Great Eastern Cutlery Sammler und Fan, der wahrscheinlich die Dinger immer in den schönen Originaldosen aufbewahrt und unzählige Mal diese Dosen in der Woche öffnet, um an seine Schätzchen zu kommen, ist das bestimmt ein ganz nicer Gegenstand. Ne? Was mir so brutal gefällt an diesen alten Modellen, ah, hier nochmal, gut, da steht auch nochmal eine Bonnell-Bezeichnung drauf: 488 1117 Tiger Eye Acrylic. Was mir an den Dingern so gefällt, ist dieses Wachspapier. Wie das da so eingeschlagen ist in diesem Wachspapier, das ist einfach irgendwie so schön nostalgisch. Das fühlt sich so gut an. Das finde ich irgendwie, also das ist einfach einer der schönsten Verpackungen, die ich kenne. So eine Kartondose und dann Wachspapier. Das ist irgendwie so richtig schön oldschool. Ne? Wenn man das dann unzählige Male auf und zu gemacht hat, wenn das dann so einreißt, ne? Ach, herrlich. Oh, und das Ding hat ja mal eine richtig schöne Farbe, dieses Acryl. Erinnert so ein bisschen an Bierschaum, ne? Da gab es ja auch diese Bierscout-Modelle, ne? Die haben, glaube ich, auch so ähnliche Griffschalen gehabt. Richtig cool. Jetzt müssen wir mal alles wegmachen, dass wir hier vielleicht nicht Stress mit dem Weißabgleich in der Beleuchtung kriegen. Dass man, ich versuche möglichst mal das zu zeigen, wie das aussieht. Ich hoffe, die Kamera kann das so einigermaßen darstellen. Wie das ein schön leuchtend gelb-goldener Touch ist mit so Millionen kleinen, was weiß ich, Silberteilchen da drin. Richtig fröhliche Griffschale. Ja, man sieht schon, es ist eine Single-Blade-Ausführung, ne? Schöne Messing-Platinen drunter und Neusilberbacken. Und die Verarbeitungsqualität bei GEC ist wirklich top. Also hier spürt man keine Übergänge, selbst hier, wo jetzt wirklich viel Material überkommt, ne? Da hast du die Griffschale, hier hast du eine Backe, hier hast du eine Platine, die Federplatine, Backe, Griffschale. Wenn du hier drüber fährst, spürst du nichts. Also die Verarbeitung von den Messerchen ist wirklich einwandfrei. Und die haben ja auch unzählige Modelle am Start und unzählige Griffbeschadungen. Aber die bauen halt keine fixen Modellreihen, sondern immer irgendwie so, wie sie gerade Lust, Laune und Kapazität haben und Bestellungen vorliegen. Ne? Da kann sein, in dem einen Monat kriegst du das Modell, in dem anderen Modell, im anderen Monat halt ein anderes Modell, sofern überhaupt verfügbar. Ne? Wenn man es aufmacht, haben wir schöne 90 Grad Klingenstopp. Auf der Klinge haben wir hier, ne? Hier, das ist aus der Modellserie Tidui Cutlery. Made in USA steht hier noch drauf. Da drüben GEC, was für Great Eastern Cutlery steht. TIW und dann auch nochmal 488117. Dieser Zahlencode beinhaltet da auch noch, ne, Modell und Single Blade und so weiter und so fort. Ne. Sehr schön. Und klack. Hat eine ordentliche Feder. Hält die Klinge recht stramm. Aber ich sag mal so, mit so einem Slip-Joint-Folder macht man ja jetzt nicht die Wahnsinnsarbeiten, geht raus in den Wald und macht sich Feuerholz fürs Lagerfeuer. Damit tut man dann vielleicht sich dann das Feschbohren, die Essenszubereitung am Lagerfeuer machen. Ne. Sehr schön. Wollen wir mal schauen, wie groß dieses kleine Slip-Joint-Taschenmesser ist. Wir haben hier eine Klingenstärke von, ja, so 2,3 mm. Eine Klingenlänge.
von der Spitze bis zum Bolster von 78 mm und brauchbare Schneide haben wir so 69 mm und eine Gesamtlänge von 17,7 cm. Und wer vorhat, so eins in der Hosentasche zu führen, muss da nur mit super leichten 54 Gramm rechnen, ne? Also ein Leichtgewicht und doch mit 7 cm langer Klinge brauchbare Schneide für, sag ich mal, Alltagsaufgaben nach der berühmten Apfelschneiden, Versperrpause oder Pakete, Briefe öffnen, was man halt mit so einem kleinen Slipjoint macht, wie als auch mit einem Victorinox-Messerchen, ne? Mit dem macht man ja dann auch nicht die Riesenaufgaben. So, hier haben wir noch Größenvergleich, halt nur zu meinem Kadett, das ich halt immer in der Hosentasche habe. Sieht man, okay, etwas größer als ein Kadett. Geht mehr, sage ich mal, so richtig Richtung Pioneer-Klasse. Moment, habe ich ja auch hier. Ich sollte mal wirklich das Pioneer hier auf dem Tisch liegen lassen als Standardgrößenmesser. So, ne, also sogar noch eine kleine Nummer größer als ein Pioneer. Klinge auch noch ein bisschen schlanker und länger. Ja. Einfach schön, diese klassischen amerikanischen Taschenmesser. Ja, heute ganz kurz Great Eastern Cutlery, das Wiesel, Tiger Eye Acryl. Sehr schönes, klassisches Gentleman Taschenmesser. Sage ich schon mal danke fürs Reinzappen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hübeli und immer schön Taschenmesser einstecken. Bye bye, macht's gut.